Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Avengers. Endgame spielt Rekorderlöse ein. Weltweit brachte Avengers Endgame in seinen ersten Tagen 1,2 Millionen Euro ein. Auch das ist eine Bestmarke. Die Disney-Produktion führt Superhelden aus 21 Filmen zusammen. Auch den zweiten Platz belegte ein Superheldenfilm. Das Superhelden-Epos Avengers Endgame schreibt Filmgeschichte. Weltweit hat die Disney-Produktion am ersten Wochenende in den Kinos den Rekorderlös von 1,2 Milliarden Dollar eingespielt. Allein in den USA, dem weltweit größten Kinomarkt, kam das Superhelden-Spektakel von Donnerstag bis Sonntagabend auf 350 Millionen Dollar. Bisher hielt Avengers Infinity War, gestartet im April des vergangenen Jahres mit 258 Millionen Dollar, den Rekord. Avengers Endgame ist der letzte Teil der seit 2007 laufenden Filmreihe. Er führt Superhelden aus 21 Filmen zusammen. Iron Man, Spider-Man, Captain America, Captain Marvel, Guardians of the Galaxy, Black Panther, Hulk. Mit dabei sind viele Stars wie Brie Larson und Natalie Portman und Scarlett Johansson. Die Kinogänger in den USA und Kanada begeistern sich derzeit offensichtlich sehr für Superhelden. Auf dem zweiten Platz der Charts landete in dem Portal Box Office zufolge der Film Captain Marvel, in dem Hollywood-Star Brie Larson als Kriegerin in einer intergalaktischen Schlacht übernatürliche Kräfte besitzt. Die Einnahmen betrugen am nunmehr achten Wochenende 8,1 Millionen Dollar. Rang 3 belegte der Horror-Thriller Loranas Fluch mit 7,5 Millionen Dollar. Auch in Deutschland brachte Endgame nach Angaben von Disney gute Ergebnisse. Dort hatten am ersten Tag mehr als 450.000 Zuschauer den Film in den Kinos gesehen. Innerhalb von 24 Stunden habe das Finale der Avengers-Reihe 5,6 Millionen Euro eingespielt. Dies sei neben zwei Star Wars-Filmen einer der erfolgreichsten Kinostarts in Deutschland gewesen. So, das war's schon wieder mit der nächsten Folge von Einfaches Wissen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und hinterlasst einen positiven Kommentar. Ansonsten sagt, wie ihr den Avengers Endgame fandet, falls ihr ihn schon gesehen habt. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.